Mein Name ist Knut Beitzel, ich bin Chefarzt für Schulterchirurgie und Arthroskopie hier in der Arthros Autopark Klinik in Köln. Das Besondere an der Schulterchirurgie ist für mich, dass die Schulter ein faszinierendes Gelenk ist. Wir müssen physiotherapeutische, sportwissenschaftliche Aspekte mit modernsten chirurgischen, minimalinvasiven Verfahren verbinden, um optimale Ergebnisse für unsere Patienten zu erreichen. Für mich ist eigentlich immer ganz wichtig, dass ich mit dem Patienten ins Gespräch komme, was der Patient möchte, was er erwartet, was seine Ziele sind. Gerade bei der Schulter sind gezielte Untersuchungen ganz wichtig. Im Vordergrund steht die klinische Untersuchung, das manuelle Untersuchen des Gelenkes. Weil gerade an der Schulter ist es ganz wichtig, dieses Gefühl zu bekommen, wie das Gelenk läuft. Und darauf aufbauend kann ich dann ganz gezielt weitere Diagnostik verwenden, zum Beispiel das MRT oder den Ultraschall. Ich glaube, viele Menschen, die Probleme mit der Schulter haben, haben Sorgen oder Angst, sich bei einem Schulterspezialisten vorzustellen, weil sie sicherlich denken, dass das direkt in eine Operation mündet. Gerade wenn wir als Spezialisten uns ein Gelenk angucken, sehen wir häufig, dass es vielleicht auch einfach nur Haltungsbeschwerden sind oder dass Verkürzungen von Kapseln aufgetreten sind. Und hier können wir mit ganz konservativen Maßnahmen, Physiotherapie, Dehnungsprogramm, wunderbare Ergebnisse erzielen und genau diese Probleme lösen. Wenn es dann aber doch so ist, dass etwas kaputt gegangen ist im Gelenk, dann haben wir mittlerweile durch unsere arthroskopischen, minimalinvasiven Verfahren tolle Möglichkeiten, um den operativen Eingriff so klein und so kompakt wie möglich zu halten. Für mich ist es toll, Teil der Arthros Autopark Klinik zu sein. Wir haben unter einem Dach lauter Spezialisten. Wir haben die Physiotherapie, wir haben die eigene Bildgebung mit unserem MRT, um unsere Patienten optimal versorgen zu können. Hier kann ich genau die Medizin betreiben, die ich mir wirklich selber vorstelle. Ich bin selber Sportler und ich weiß, wie schlimm es für einen Patienten ist, wenn er seine geliebte Sportart nicht mehr ausführen kann. Wenn ich meine Patienten in der Physiotherapie besuche und der Patient mir stolz zeigen kann, was er erreicht hat, was er wieder kann, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Der Patient steht für mich am Ende im Mittelpunkt. All das, was wir hier machen, alles läuft darauf hinaus, dass wir dem Patienten optimal helfen wollen. Dafür sind wir hier, dafür betreiben wir die spezialisierte Schulterchirurgie.